Alles klar, ich bin jetzt hier mit Kool Savas auf der Gamescom am DJ Hero Stand. Alles klar, Savas? Ja, alles klar. Alles klar. Natürlich, DJ Hero, klar, dass du dafür irgendwo auch Party stehst. DJ, ein großer Bestandteil vom Hip-Hop. Aber natürlich muss man auch kritisch fragen, findest du das cool, dass es jetzt sowas gibt? Oder hast du ein bisschen Schiss auch, dass die Kiddies naja, nicht mehr richtig wissen, was ein 12-10er ist und nur noch DJ Hero spielen? Ehrlich gesagt, ich glaube sogar eher, dass die Kids durch dieses Spiel so viel Interesse entwickeln können an dieser Kultur, am Turntablism, am DJing, dass sie vielleicht anfangen, auch in den Laden zu gehen, sich nochmal Vinyl zu holen oder zu sagen, wie ist eigentlich ein echter Plattenspieler und wie ist das, wenn ich so die Nadel auf das Vinyl lege. Und in Anbetracht dessen finde ich das gut, weil von Hip-Hop jetzt noch von Sellout zu reden, alles bei dem, was mit Hip-Hop zu tun hat, ist einfach schon albern, weil es eh schon zu spät ist. Daher, ich finde das gut, wenn Hip-Hop vernünftig repräsentiert wird in irgendeiner Art und Weise und auch wenn es mit der Entertainment-Branche was zu tun hat. Und in Anbetracht dessen, super. Du hast ja auf deinem letzten großen Album, deinem Solo-Album Tot oder Lebendig, hast du ja auch einen Song, nur ein Spiel, wo du auf jeden Fall eine Menge Hinweise darüber gibst, dass du auch gerne selber mal Hand ans Bett anlegst. So, ich würde auch so manchmal gerne Hand an. Das glaube ich, ja, wer nicht. Aber da warten wir auch noch auf ein Spiel von Activision. Aber das ist ein anderes Global Thema. Hero meinst du, oder Global was? Hero, genau. Ja, nee, aber da hast du ja schon ein paar Titel erwähnt. GTA erwähnst du, ja. Call of Duty und so weiter. Ja, Medal of Honor. Du gehst auf jeden Fall so in die Shooter-Richtung. Ja, auf jeden Fall, Alter. Ich bin schon eher der Schießer, so ein Snipen. Das macht mir am meisten Spaß, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, weswegen. Wobei ich eigentlich sonst immer mein Motto, halt keine Gewalt. Halt keine Gewalt, sehr schönes Motto. Was hältst du davon, wenn du dann so eine Gewaltdiskussion in Deutschland, ich meine, ihr habt ja mit dem Hip-Hop auch ordentlich immer so mit der Politik zu tun, von wegen zu krasse Texte und ihr seid schuld, dass die Jugend verkommt und so. Ist ja bei Spielen auch nicht anders, mit Killerspielen und so weiter. Was hältst du von dieser Diskussion? Ich denke, jede Diskussion basiert ja auf irgendetwas und jede Diskussion bedeutet, dass es Diskussionsbedarf gibt. Bloß die Frage ist, wer fängt damit an und wer spricht darüber? Wenn Eltern sich selber Sorgen darüber machen, was das Kind für Spiele spielt oder was das Kind für Musik hört, dann ist das absolut gerechtfertigt. Wenn irgendwelche Leute, die im Endeffekt viel schlimmere Dinge tun in ihrem Leben und in ihrer Karriere und in ihrer Amtszeit, anfangen über so etwas zu reden, um die Menschen zu verblenden und abzulenken, dann ist das lächerlich so. Daher, aus dem Aspekt, ich denke, man sollte kritisch sein, aber am Ende des Tages, das, was im Fernsehen läuft und die sogenannten Diskussionen, die angefangen werden so, oder die herausprovoziert werden, sind eh meistens Bullshit und basieren nur auf Bullshit und es ist eine reine Ablenkung. Okay. Jetzt nochmal zum Abschluss nochmal, du hast ja eben schon auch angesprochen mit dem Hip-Hop und dem ganzen Kommerz und so. Du hast mir da schon so ein bisschen die Frage vorweggenommen, aber bei GTA zum Beispiel Hip-Hop großer Bestandteil, wenn du das Autoradio anmachst, gibt es einen ganzen Hip-Hop-Sender, DJ Hero, jetzt natürlich geht auch wieder in die Schiene, Def Jam, Icon und so, da gibt es viele Spiele. Würdest du dir wünschen, dass da noch mehr so in die Richtung passiert, dass Hip-Hop ja so ein bisschen aus dieser Ecke, in der es jetzt steht, aus welchen Gründen jetzt sagen wir mal auch immer, mal wieder so ein bisschen rauskommt, dass die Leute auch wieder ein bisschen Spaß am Hip-Hop haben? Ja, aber ich denke für mich, haben schon andere Dinge Vorrang. Also in erster Linie würde ich mir wünschen, dass wieder Alben gemacht werden und dass Musik gemacht und gehört wird, die einfach ein bisschen langlebiger ist. Und dass es, ich finde es auch gut, dass es poppig ist und so weiter. Es darf auch ruhig poppig sein, aber nur Pop ist scheiße so. Also es sollte ein gesundes Mittelmaß und es sollte interessant und kreativ bleiben. Das ist das Wichtigste. Alles klar, das war ein sehr schönes Statement zum Abschluss. Vielleicht noch ganz kurz, was guckst du dir noch an auf der Messe? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich meine, Call of Duty bietet sich an, Modern Warfare 2 wird dir gezeigt. Willst du dir noch irgendein Spiel angucken? Ja, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Promo machen und ein bisschen über die Dinge hier sprechen. Und ich glaube sogar eher, dass ich dann ins Hotel gehe, weil ich nicht so lange gepennt habe, 3 Stunden oder so. Daher, ich gehe pennen, aber morgen sind wir wieder hier. Dann gucken wir uns bestimmt ein paar Sachen an. Okay, Chick, Chack, Chuck, Alter, Bellonia, ich bin mit euch. Okay, das war Kool Savas hier vom DJ Hero Stand. Und wir sind raus.